wie intelligent bist du? Wie intelligent sind deine Lernenden, deine Schüler? Darum geht es im folgenden Video. Zuerst wird euch Vera F. Birkenbiel das Intelligenzmodell nach David Perkins vorstellen und dann werde ich ergänzen, wie dieses Modell das Lehren hier in meinem Schulzimmer beeinflusst. Okay. Jetzt, wie intelligent sind Sie? Wie intelligent sind die Leute, mit denen Sie arbeiten? Zum Beispiel Ihre Schüler, Ihre Mitarbeiter. Können Sie Intelligenz verändern? Jetzt kommt schon wieder ein Harvard-Mann. Dieser heißt Perkins. Von Perkins wurden ein, zwei Bücher oder was übersetzt, aber nicht das Wichtigste. Wenn Sie Englisch können, das wichtigste Buch von ihm heißt Outsmarting IQ. Outsmarting IQ. Also er sagt, die Frage nach der Intelligenz wird falsch gestellt. Wenn wir sagen, ist sie angeboren oder anerzogen oder erworben, anerzogen, erworben, so, dann sagen wir eins oder zwei. Er sagt, wir müssen aber sagen eins, zwei oder drei. Das sind 40 Jahre Forschungsergebnisse. Nummer eins ist angeboren, können wir nichts machen. Zwei und drei sind zwei Nadeln, an denen wir drehen können. Das heißt, indem wir die verändern, können wir unsere Intelligenz verändern. Indem wir die uns anvertrauten, Schüler, Lehrlinge, Mitarbeiter, dazu bewegen, an den Radeln zu drehen, machen wir diese intelligenter. Wenn die aber intelligenter werden, werden sie automatisch auch kreativer. Viele Leute glauben, Kreativität ist was anderes, das ist Unsinn. Intelligenz heißt, dass sie viele Fäden im Wissensnetz haben oder viele Mücken haben zu diesem Thema, darum können sie intelligent darüber nachdenken, drücke ich mich klar aus. Was heißt Kreativität? Dass sie mit Fäden oder Mücken spielen können, um neue Verbindungen herzustellen. Aber wenn es keine Fäden, keine Mücken haben, können sie nicht kreativ sein. Also, der Perkins hat gesagt, wir haben drei Sachen. So. Das erste ist die Geschwindigkeit, mit der unsere Neuronen feuern. Also unser Speed Limit. Haben wir Pech gehabt, wenn wir neuronal langsam sind. Jetzt erschrecken Sie nicht. Ich bin neuronal langsam. Dann sagen sie, das kann ja nicht sein, die redet so schnell, wie kann die neuronal langsam sein? Ja, sehen Sie, ich habe an dem Radl gedreht. Wer hier dreht, kann neuronal schnell wirken. Finden Sie das? Das hier ist, was wir gelernt haben. Wissensnetz, Mückenschwärme. Je mehr wir haben, desto leichter können wir was Neues einsortieren. Ich habe vor einem Jahr angefangen, mich mit der Stringtheorie auseinanderzusetzen, die zur Quantenphysik gehört. Da ich mich da ein bisschen auskenne, konnte ich relativ leicht den Teil jetzt lernen. Aber wenn ich gar keine Ahnung hätte von Quantenphysik und dann fangen wir an mit der Stringtheorie, dann wird die Sache sehr kritisch. Das heißt, je mehr ich schon gelernt habe, desto leichter lerne ich Neues. Also, da kann ich dran drehen. Hier nicht. Nehmen Sie mal die Firmenidentifikation am Telefon. Je öfter eine Frau das gesagt hat, die da hockt seit Jahren, kann auch ein Mann sein, desto schneller wird das sagen. Nicht, weil er schnell denkt, sondern weil er geübt ist. Also hier haben wir Wissen und Training. Wissen und Training. Einverstanden? Und jetzt kommt der dritte Punkt und das ist das Geniale an seinem System. Soweit hatten ein paar andere Leute auch schon ein paar Gedanken gehabt in die Richtung. Aber das hier ist genial. Das nennt er eine reflexive Intelligenz. Und damit sagt er, wir haben die Wahl der Strategie. Wir können die Methode wählen, die Strategie wählen, die Technik wählen, mit der wir vorgehen wollen, beim Lernen, beim Lehren, beim Denken etc. Das heißt, wenn Sie irgendwas nicht zu können glauben, Sie oder Ihre Kinder oder Ihre Mitarbeiter oder wer immer, so schauen Sie, ob es andere Methoden gibt. Sagen Sie nicht, ja, da haben Sie wahrscheinlich kein Talent. Der erste Teil der Intelligenz nach Perkins, das betrifft ja, ob ich eher zu den langsameren Denkern oder zu den Schnelldenkern gehöre. Und meine Erfahrung ist da auch deckend mit dem, was dort Vera F. Birkenbiel immer gesagt hat. Es ist vererbt, es ist erblich bedingt. Also ich war viele Jahre als Fachlehrperson auch angestellt und hatte manchmal 5, 6, 7 Klassen parallel. Und da hatte ich natürlich manchmal auch Geschwister in diesen Klassen. Und mir ist es immer aufgefallen, dass wenn ich jemanden als
sehr oder eher neuronal langsam erlebt habe beim Lernen, dass dann oft eben auch die Geschwister betroffen hat. Es scheint also wirklich da vererbt zu sein und das hat sich immer wieder gezeigt und ist bis heute so. Genau das Gleiche auch mit den Schnelldenkern. Auch das, diese neuronale Geschwindigkeit betrifft auch die Lernenden. Also wenn ein Geschwister schon neuronal schnell war, also auffällig, wirklich extrem, dann ist es meistens der Bruder, die Schwester eben auch. Und wenn man dann die Eltern noch kennenlernt, dann hat man da noch einmal einen kleinen Beweis dafür, dass das vererbt worden ist. Mir ist es natürlich ganz wichtig, also das ist ja nur so eine Nebenbeobachtung, das spielt in meinem Schulzimmer jetzt nicht eine große Rolle, das fällt mir einfach auf. Mir ist es natürlich wichtig, wie kann ich jemandem, der eben neuronal langsam ist, wie kann ich dem hier im Schulzimmer beim Lernen helfen? Wo setze ich da genau an? Zum einen mal beim Sprachenlernen. Falls ihr die Birkenbill-Methode zum Sprachenlernen noch nicht kennt, ich verlinke gerade oben ein Video oder eine Playlist, da könnt ihr euch schlau machen. Und da betrifft es vor allem die Schritte aktives Hören und passives Hören, bei denen ich die neuronal Langsamen gut unterstützen kann. Beim aktiven Hören ist es so, dass sie mehr Wiederholungen bekommen, also sie können den Text mehrmals mitlesen, als das vielleicht ein neuronal Schnelldenker tut. Die Schnelldenker sind dann schon mit anderen Arbeiten beschäftigt und ich wiederhole also noch mehrere Male live quasi im Schulzimmer für die neuronal Langsameren oder auch mal im Gruppenraum mit einer kleineren Gruppe. Oder sie erhalten die Möglichkeit, mit Kopfhörern diesen Text dann eben noch ein paar Durchgänge mehr anzuhören. Weil nur dann haben auch neuronal Langsame das Ziel des aktiven Hörens, nämlich das Verstehen des Textes, erreicht. Dann beim passiven Hören wissen die Lernenden, das machen sie ja zu einem großen Teil als Hausaufgabe, und da wissen sie, okay, wenn ich eher neuronal langsam bin, also dieses Denkmodell nach Perkins kennen meine Schüler, die kennen diese Hintergründe, und wenn sie die Erkenntnis haben, ich gehöre eher zu den langsamen Lernern, dann höre ich halt einfach länger passiv. Also wenn auf unserer Hausaufgabentafel steht, 2 Stunden passiv hören den nächsten Text, dann hören sie halt vielleicht zu Hause gerade schon selbstständig 3 Stunden passiv und merken dann, aha, das bringt was, ich kann jetzt den Text eben auch gut lesen dann im 4. Schritt. Also man kann sehr wohl darauf eben Rücksicht nehmen im Schulzimmer. Das mehr Zeit geben zieht sich eigentlich ein bisschen durch alles durch. Da können wir natürlich das nebenbei mit passiv Hören machen, auch im Deutschunterricht hören Sie Texte passiv, um sich Fakten zu merken, mit dem Nebeneffekt, dass Sie noch besseres Schriftdeutsch lernen. Und auch da hilft es Ihnen natürlich, wenn Sie deutsche Texte für den Mensch- und Umweltunterricht einfach ganz oft hören können. Das ist dann wie ein sehr geduldiger Lehrer, der Ihnen das x-mal erzählt, erklärt, und so können Sie dann eben diese Fakten auch gut abspeichern. Das sind nur ein paar Beispiele, wie man den neuronal Langsameren eben helfen kann. In Mathe könnten zum Beispiel Eltern ebenfalls Vorhilfe statt Nachhilfe machen. Also zum Beispiel ein Mathe-Thema zu Hause schon mal besprechen, bevor es eben in der Schule drankommt. So hat ein neuronal langsamer Lerner eben schon ein gewisses Priming hinter sich, weiß schon, worum es geht und kann das, was in der Schule dann kommt, besser aufnehmen. Teil 2 nach Perkins ist ja dann das Wissensnetz, also wie viel habe ich zu einem gewissen Thema in meinem Wissensnetz schon gespeichert. Und da hat das für mich in der Schule auch beeinflusst, an einem Thema möglichst lange dran zu bleiben und nicht gerade ein Thema und schon wieder das nächste, sondern wir schauen, dass wir wirklich Wissensfäden aufbauen können, dass wir unser Wissensnetz vergrößern können und erst dann zu einem neuen Thema übergehen. Also ich habe diese Freiheit als Lehrperson und kann da wirklich auch mal Wochen, Monate, natürlich verteilt auf einzelne Lektionen, an einem Thema dranbleiben. Oder das mit anderen Fächern so stark verknüpfen, dass wir eben ganze Vormittage quasi schön eingepackt in verschiedene Fächer, eben aber am selben Thema, im Moment stecken wir gerade mitten im Thema Gehirn und Lernen, an dem Thema eben dranbleiben.
Dann der dritte Teil, das sind ja dann die Methoden, die Strategien, und ich erachte es als meine große Aufgabe, als meine Hauptaufgabe als Lehrerin, den Lernenden möglichst viele verschiedene und vor allem auch gehirngerechte Lernmethoden mit auf den Weg geben. Und diese werden hier im Schulzimmer trainiert und immer wieder angewendet und immer wieder in verschiedenen Situationen auch trainiert, so dass die Lernenden da einen Erfahrungsgrundschatz haben und dann später aus diesen Methoden die für sie passenden auswählen können. Und ich staune immer wieder, wie wenig Lernmethoden eigentlich bekannt sind, wie wenig Leute wissen, wie man lernt. Also oft geht das nicht über auswendig pauken oder vielleicht noch Memotechnik anwenden oder ein Karteikästchen lernen. Also vorne auf der Karte steht die Frage hier, die Antwort, die der Lehrer dann hören will. Und viel weiter, viel weiteres an Lernmethoden ist eigentlich gar nicht bekannt. Und das, denke ich, ist eine große, große Stärke von Veraif Birkenbiel. Sie hat uns einen wahren Schatz an gehirngerechten Lernmethoden mitgegeben. Und hier in meinem Schulzimmer wird das gelebt. Das heißt, wir machen halt nicht eine ABC-Liste alle paar Monate und man denkt dann, ja, das war's jetzt, sondern jeden Schultag könnte ich einige gehirngerechte Lernmethoden auflisten, die da eben stattfinden. Und dieses Puzzle greift ineinander und das führt dann dazu, dass man das auch wirklich merkt, dass man den Schülern anmerkt, dass die wieder lernen, selber zu denken, dass sie Selbstverantwortung fürs Lernen übernehmen, dass sie freudig mitmachen und dass da wirklich was passiert. Wir schaffen es dann also vom Gehirnträger zum Gehirnbenutzer, wie das Veraif Birkenbiel immer so schön gesagt hat. Ja, ich hoffe, das bringt euch auch weiter. Es gibt übrigens noch andere interessante Intelligenzmodelle. Ich finde, das da jetzt hat für mich am meisten Gewicht im Schulzimmer, die Intelligenz nach David Perkins. Aber auch Gardner zum Beispiel kennen meine Schüler und haben dort geschaut, wo sind denn meine Stärken zum Beispiel, wo bin ich richtig gut. Und das leben wir auch aus, wenn wir eben zum Beispiel das Coaching-System hier in der Klasse haben, wo jeder Coach ist für ein Fach. Da leben sie also ihre Stärken aus. Es gibt ja wohl noch andere Intelligenzmodelle. Auch Robinson, der sagt, wie sind sie intelligent zum Beispiel. Also macht euch schlau, es gibt da noch weitere interessante Ansätze und von jedem kann man sich was Sinnvolles und was Weiterbringendes rausnehmen, denke ich. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim gehirngerechten Lernen und Lehren und denkt dran, Intelligenz ist lernbar.